Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, ich begrüße euch zu Star Wars Battlefront 2. Der zweite Part der Kampagne. Mal sehen, wie weit wir noch kommen, weil es ist ja die Trials-Version. Und wir werden mal schön gemütlich hier vorgehen. Und ich hab's ja schon gesagt, ey, das... sieht schon echt beeindruckend aus. Einzelziel auf dem Weg voraus. Ja, ja, Einzelziel. Wir schauen mal, was wir hier drinnen in der Kiste haben. Jo. Aha. Ah ja, da ist alles noch. Fertigkeiten, Scan. Und was haben wir denn hier? Leibwächter. Verringert auf jeden Fall den Schaden wegen Explosion. Und können wir hier irgendwas machen mit dem Blaster? Ausrüsten. Komm, machen wir mal so. Ja, warum nicht? Wenn das hier vorbei ist, schlafe ich ein paar Tage durch. Okay. Oh, das... ganz ehrlich... das sieht schon echt klasse aus. Also es gibt doch zwei Stoßtrupps. Einen am Bunker, der andere patrouilliert am gefallenen Kampfläufer. Okay. Gute Arbeit, Agent. Wir übernehmen. Okay. Sie haben uns entdeckt! Angreifen! Das ist schon ein ordentlicher Schied, wa? Huhu! Es ist vorbei. Bunker gesichert. Also es basiert wahrscheinlich... ich kann mich natürlich auch täuschen, dass es hier komplett neue Maps sind. Oder ob da auch auf dem Multiplayer da was ist. Und ja, durch Feuer sollte man auf jeden Fall nicht gehen. Wir gehen mal hier schauen. Was wollte er hier? Ah... ah, ein Sniper war. Okay, na klar, nehmen wir mit. Was ist hier passiert? Hier sieht es aus, als wenn hier so ein Satellit abgefallen oder runtergestürzt ist. Da ist er. Das ist der Todesstern. Okay, nicht durchs Feuer gehen, wir haben gelernt. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Singleplayer mehr so gespielt. Aber ich muss auch sagen... auf mein Signal warten. Ja, Kommandant. Ich will gar nicht so eine lange Mission haben. Was? Scan die Umgebung. Ah, da sind sie. Was ist denn hier noch einer? Hier oben ist noch einer. Commander, Rebellenverstärkung nähert sich. Feuer frei. Alle Ziele neutralisiert. Ja, okay, 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 okay. Scan nach Bedrohungen. Oh. Ah, okay, da. Was ist denn das für ein Sniper da? Eieieiei. Ich muss ja sagen, die könnten vereinzelt versuchen, sie ja in Deckung zu gehen, aber ganz so clever scheinen die jetzt nicht zu sein. Ich kann hier schön gemütlich hier drinnen stehen. Oh.
Okay. Das war's. Sammeln und bereit machen zum Abrücken. Ja, ja. Ich will aber trotzdem mal gucken. Macht man hier nicht so einen Stress? Also hier gibt's weiter nichts. Der hat jetzt irgendwas aufgenommen. Ich habe immer die Vermutung, dass hier noch irgendwelche kleinen Sachen sind. Du bist ganz schön schwarz, mein Freund. Ich ja auch. Okay. Also ich finde den Scan hier gar nicht mal so doof. Aber im Multiplayer ist das wahrscheinlich ein moderner Wallhack, ne? Weiter geht's hier. Weiter geht's im Geschäft. So. Oh. Gesichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Oh, was ist da passiert? Das ist doch mein Stern, oder? Das ist doch unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Commander. Haben die einen Stahlkopf? Wir müssen zur Plattform 4 und diese TIE-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zur Corvus. Die hat ja... Agent Miko, Aufklärung. Die hat ja ganz kurz ein bisschen... Agent Husk, Kontakt zur Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Emotionen gezeigt, ne? Stelle sie jetzt durch. Admiral, der Inferno-Trupp verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Corvus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen. Mal wieder. Nein, dahinter schreckt mich. Die Rebellen waren in Unterzahl und schlecht bewaffnet. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, das ist... Darf ich freisprechen? Nur zu. Wir sind zwar allein ein, aber das klang fast wie Verrat. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verrat. Ja. Manchmal muss man auch ein bisschen offen reden können. Hex. Und hab den nicht so. Mann, die ganzen Vöglein hier. Hier gehen wir lieber nicht durch. Sonst zeige ich wieder eine heiße Sohle. Ja, so Hunter. Bin mal wieder auf Jagd. Gibt's dafür Achievements, wenn man die Tiere... Vorsicht, Commander. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Miko. Wir kümmern uns darum. Ich wollte einfach mal gucken. So, wir gucken mal. Scan läuft. Ah, da unten. Hier ist der Bunker. Angeblich ein großes Waffenlager. Wir holen raus, was wir können. Wir... Feuer! Schalten Sie aus! Ich habe nicht Kontakt zur Patrouille. Wir sollten sie da hochlegen, wo wir stehen. Ganz ruhig, Agent. Sie warten auf den Feuerbefehl. Verzeihung, Kummer. Natürlich. So, wir waren mal ein bisschen schneller. Sie haben es verdient. Commander, da ist ein Rebellenhinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. Ja, ja, wir kommen. Also, wir waren auf jeden Fall mit unserer Aktion ein bisschen schneller. Heck, das Ding. Aber, naja. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier in dieser wunderbaren Kiste haben. So. Ich könnte jetzt meinen Fortschritt weiter fortführen. F2. Ja, ja, ja.
So, jetzt schauen wir mal, was hier noch Schönes drin ist. Du musst was hacken. Und dann werden wir meine Leute mal unterstützen hier. Okay, Störung, okay. Wir schauen mal. Aha. So, verringert den Schaden. Dies oder das. Okay, ausrüsten. Das ist noch gesperrt. Und dann bleibt es erstmal so. Ach, guckt euch das mal an hier mit den ganzen Gräsern hier. Das ist doch schon fantastisch. So, wir haben meine Leute unterstützen hier. Was ist mit dir kaputt? Scannen wir mal. Die Rebellen haben sie eingekämpft. Wir müssen unseren Truppen helfen. Los. Oh. Stellung, halten und Feuer erwidern. Inferno-Trupp. Das Imperium evakuiert Endor. Drängt die Rebellen zurück. So, wann explodiert das? Wir sind dabei. Warte mal. Oh. Das nicht explodiert oder was habe ich da falsch gemacht jetzt? Will das Imperium, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah ja, was ist jetzt? Wie, was, wo? Ich wurde. Nein, ich wurde überhaupt nicht besiegt. Zurück. Ich wollte einfach jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Das wollte irgendwie nicht funktionieren. Muss ich die jetzt nochmal besiegen, oder was? Kommande, Rebellenpatrouille nähert sich. Naja. Danke, Agent Nico. Wir kümmern uns darum. Ich habe sich Kontakt zur Patrouille. Wir sollten sie da umlegen. Feuer! Schalte sie aus! Ah, ich fand die Granate aber besser irgendwie. Okay, wir gehen da nochmal rein, ey. Das ist. Commander, da ist ein Rebellenhinterhalt. Die haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was sie tun können. So. Das ist es? Nee, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Okay, wir müssen mal schauen. Inventar. Wo will ich jetzt eigentlich hin zum Inventar? Ich weiß es gar nicht. Suche nach Gegnern. Okay. Egal. Wir werden es auch so hinkriegen. Eieieiei. So, warte mal. Mann, jetzt fällt er die mal um hier. Oh. Oh.
Ich bin eingeschlagen. Arme. So, jetzt ist aber gut hier. Scan die Umgebung. Ah, Junge, Junge, Junge. Das waren alle. Wir müssen weiter. Wir hatten nicht mit Spezialeinheiten gerechnet. So soll's sein, Sergeant. Oh. Dennoch stehen wir in Ihrer Schuld, Commander. Ah, gut, alles klar. Wir müssen bestimmt jetzt irgend so ein Riesenvieh kaputt machen, ne? So kann ich mir vorstellen. Gibt's hier irgendwas Schönes zum Mitnehmen? Komm mal her hier. Warum willst du nicht rüberspringen, wenn ich das sage? Wenn ich sage, du springst, dann springst du. Ihr habt's gehört. Zeit zur Evakuierung. Ihr könnt aua. Nichts mehr tun. Wir müssen einen Shuttle finden. So eine Rüstung habe ich noch nie gesehen. Commander, auf Endor werden Landungen feindlicher Transporter gemeldet. Sie setzen auf dem ganzen Mond Truppen an. Wir sind nicht mehr lange hier. Commander. Ah, guckt euch mal an, was da. Hauen die ab? Schon irgendwie cool. Hier ist er abgestürzt. Ich will nicht wissen, was hier noch alles so rumliegt, wo ich einfach nur so vorbei latsche. Oh, 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 ich höre hier was. Attacke! So, was ist jetzt los? Also, ich soll auf jeden Fall feindliche Offiziere wegeliminieren. Ich kann aber auch weit schmeißen, die Granaten, ey. Also Kopftreffer brauchen sie auf jeden Fall mehr Lust dazu. Da ist ein Offizier. Hey, hey, hey. Komm mal her, meine Jungs. Gut, ich könnte jetzt auch ein bisschen so in die Knie gehen, ne? Aber... Ach, komm mal her jetzt. Wir sind fertig. Agent Miko, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Hask, bevor wir vorrücken. Auf dem Weg. Okay, wir sind auf dem Weg. Aua. Schon wieder irgendwo gegengelatscht. Was ist denn mit euch los, Junge? Eine Arschgeburt, oder was? Oh je. Weiter geht's. Meine Güte, habt ihr gesehen, was für ein Vieh? Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas kaputt machen kann, um irgendwelche Items zu bekommen. Ah. Agent Miko, Lagebericht. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wird ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Sie scheint bereit zu sein. Hoppla, wir holen die Plattform zurück und evakuieren sie. So, Blendgranate, Schild, okay. Jetzt können wir uns natürlich entscheiden, machen wir Blendgranate? Das ist Blendgranate, das ist jetzt Schild. Ich finde jetzt aber... dann finde ich mich, dass ich wieder stärker werde, irgendwo besser. Warte mal.
Irgendwas Passives wäre vielleicht nicht schlecht. Was eigentlich immer so ist. Weil eine Granate. Ich lasse das jetzt einfach. Und dann lassen wir die Rebellen bezahlen. Ja, Commander. Sie sind dabei. Für das Imperium! Hier kannst. Das Wasser geht hier unterirdisch durch, wa? Aber es sieht schon cool aus im Wasser, muss man wirklich sagen. Klar müssten jetzt hier noch irgendwelche Wirbel und dass das Wasser quasi hier so lang vorbeigeht und nicht so lang. Aber hier hat mir auch einen kleinen Verlauf. Okay, wir wollen mal nicht auf so einen Kleinigkeiten eingehen, aber es ist einfach beeindruckend. So. Aha. Was gibt's denn hier Schönes? Eine Panzerfaust haben wir schon. Sturmgewehr. Die TIE-Jäger befinden sich ganz oben, Commander. Das schaffen wir nur, wenn wir alle Rebellen am Boden aushalten. Feuer frei! Weg. Oh. Runter! Commander, die Rebellen haben eine. Die Panzerung ist zu stark, ihr Blaster. Boah. Guck mal her, Mensch. Wir nehmen mal einfach nochmal so ein Ding hier und an. Geht doch! Ja, ein bisschen dämlich sind sie ja schon, ne? Ich weiß jetzt noch nicht, welcher Schwierigkeitsgrad das hier ist. Warte mal, ich hab doch hier mein. So. Da schießen wir Lobo nochmal. So. Geht doch. Wir eben richtige Helden sind. War das ein Offizier? Rebellen neutralisiert. Na, geht doch. Die haben sich auf jeden Fall nicht clever angestellt. Hätten sie doch viel besser dieses Ding. Und das steht total offen, ne? Okay, wir gucken mal. Ja, wir haben es ja eigentlich schon, ne? Da brauchen wir es eigentlich nochmal. Commander, Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die TIE-Jäger für unsere Flucht. Unter Feuerschutz abrücken. Ja. Suche nach so. Ja, komm.
Ach, ich soll das hier kaputt schießen, oder was? Ach nee, sichern. Mann! Du bist ungesichert, Mensch, Frau. Mensch, bam, du stehen hier. Mann, ich wollte doch was anderes. Komm her, Baby. Zeig dich. Agent Miko, das ist hier Kai-Jäger. Ich gebe Ihnen Deckung, Commander. Gehen Sie. Nein, gehen Sie. Ich gehe als Letzte. Der steht jetzt mal wache hier. Na. Startbereit, Commander. Ich folge Ihnen. Eieieiei. Mensch. Sind Sie noch da, Commander? Ja, ja. Gesichert. Wir sehen uns oben. Okay. Okay. Ist hier alles okay? Ja. Einsteigen, nicht, dass sie mir noch einen Arsch schießen. Komischer Flieger. Der Admiral hat Inferno gegründet, damit sowas nicht wieder passiert. Ich weiß. Und jetzt ist nur noch das davon übrig. Okay. Wir werden das jetzt noch schnell zu Ende machen. Die Erinnerung ist das wahre Gesicht der Rebellion. Deswegen kämpfen wir schon so lange. Wir wollten ihnen Angst machen, aber sie sind nur wütend. Es heißt, Rebellionen fußen ausschließlich auf Hass. Das habe ich nie bezweifelt. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, sterben wir. So, und da machen wir trotzdem jetzt hier Feierabend. Und ja, mal sehen, wie viel wir noch in der nächsten Mission noch erleben werden. Ob es noch 10 Minuten sind oder eine volle Stunde, weil jetzt haben wir fast eine halbe Stunde. Also, der nächste Part am nächsten Tag. Damit sage ich, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.